Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge New World. Das letzte Mal haben wir uns hier ausgeloggt und jetzt haben wir natürlich die Entscheidung zu treffen, welche der drei Allianzen wir vielleicht beitreten wollen oder auch nicht oder auch doch oder keine Ahnung. Also ich denke mal, ich werde jetzt einfach mal ihn wieder ansprechen und dann einfach mal schauen. Fraktionsvertretern einen Besuch ab und entscheide dich für die beste Fraktion. Wenn du zum Militär einberufen wirst, musst du die Sachen wohl anziehen. Früher gab es noch andere Militärorden und vielleicht wird es in Zukunft auch wieder andere geben. Momentan haben wir aber nur diese drei. Joa. So, und jetzt heißt das... okay. Ich glaube, Marodeure werde ich nehmen. Das wären die da hinten, glaube ich. Ich versuche es einfach. Falsche Richtung. Da lang. Was haben wir hier? Hier heute Lieferkarren, okay. Irgendwie liegt hier was, aber ich kann irgendwie nichts machen. Na, egal. Wir schauen jetzt einfach mal weiter. Hier. Ich werde jetzt einfach mal schauen. Ich glaube, ich nehme die Marodeure. Du siehst stark aus. Du solltest dich den Marodeuren anschließen. Wir würden von dieser Stärke guten Gebrauch machen. Ja. Ja, ich nehme die Marodeure, glaube ich. Warum sollte ich einer Fraktion beitreten? An besonderen Fraktionsmissionen teilnehmen? Schließe Missionen für EP-Taler und Fraktionsmarken ab. Erlange Einfluss und die Gebietskontrolle festzustellen. Konkurriere strategisch mit feindlichen Fraktionen in PvP-Missionen. Erlange Zugang zu Fraktions-Elite-Ausrüstung. Kaufe mit Fraktionsmarken besondere Waffen, Rüstung und Verbrauchsgegenstände. Steige im Rang auf, um hochwertige Ränge und Herstellungskomponenten freizuschalten. Genieße die Vorzüge der Gebietskontrolle. Verringert Kosten für Werkstätten und Schnellreisen. Schließe Stadtmissionen ab, um die Siedlung auszubauen. Weiter. PvP und Fraktionskriege. Für PvP markieren... Von jeder Siedlung oder jedem Außenposten aus für PvP markieren. Standardtaste U. Erhalte für die Markierung zusätzliche EP. Steigert den Fraktionseinfluss innerhalb des Gebiets. Gebietskontrolle. Fraktionsmitglieder der herrschenden Fraktion erhalten Vorteile im Gebiet und Siedlungen. Herrschende Fraktionen stärken ihre Kontrolle durch den Abschluss von PvP-Fraktionsmissionen. Gegnerische Fraktionen schwächen die Kontrolle feindlicher Fraktionen durch den Abschluss von PvP-Fraktionsmissionen. Gewinne genug Einfluss, um die Gebietskontrolle per Kriegserklärung streitig zu machen. Fraktionskrieg 50 gegen 50, Belagerungskampf an den Gebietsfestungen. Benutze verschiedene Belagerungswaffen, um die Oberhand über den Gegner zu gewinnen. Das Ziel des Angriffs besteht darin, den Eroberungspunkten im Herzen der... Ja, weiter geht's nicht. Weiter. Gebietskontrolle, Gebietseinfluss. Gebietseinfluss ist eine Maßeinheit für die Kontrolle einer Fraktion über ein Gebiet. Schließe PvP-Fraktionsmissionen ab, um die Kontrolle über das Gebiet zu behalten. Fraktionen und die das Gebiet nicht kontrollieren, müssen PvP-Fraktionen abschließen, müssen PvP-Fraktionsmissionen abschließen, um die Kriegserklärung zu aktivieren. Stärke die Kontrolle über das Gebiet deiner Fraktion oder Schwäche die der anderen Fraktion über ihre. Herrschende Fraktionen stärken ihre Kontrolle durch den Abschluss von PvP-Fraktionsmissionen. Schwäche die Kontrolle der gegnerischen Fraktionen über die Gebiete, indem du PvP-Fraktionsmissionen innerhalb dieses Gebietes abschließt. Hindere andere Fraktionen daran, PvP-Fraktionsmissionen abzuschließen, indem du sie für PvP markierst und ihr Gebiet patrouillierst. Hindere die herrschenden Fraktionen daran, PvP-Fraktionsmissionen abzuschließen, indem du sie für PvP markierst und ihre Gebiete patrouillierst. Für PvP-Markierung. Von jeder Siedlung oder jedem Außenposten aus
für PvP markieren. Hä? Standardtaste U. Aktivieren deiner PvP-Markierung. Mein Gott. Bring zusätzliche P ein. Wenn du eine Siedlung verlässt, erhältst du einen 30-Sekunden-Timer, bevor du markiert wirst. Sobald der Timer abgelaufen ist, kannst du markierte Mitglieder der gegnerischen Fraktion angreifen. Nimm am Krieg um Einfluss teil, um mit deiner Fraktion die Kontrolle über ein Gebiet zu erlangen, indem du PvP-Fraktionsmissionen abschließt. Halte Ausschau nach markierten gegnerischen Spielern und verhindere, dass sie Einfluss für ihre Fraktion gewinnen, indem du sie ausschaltest. Weiter. Wähle deine Fraktion aus. Die Marodeure. Stolze Krieger, die ehrenhaft um Ruhm und Selbstverbesserung kämpfen. Der Kampf steigert Stärke und Können. Das Syndikat, schlaue Jünger, die gerissen für die Wahrheit und Fortschritt kämpfen. Die bedingungslose Suche nach Wissen und Erkenntnis. Das Bündnis, göttliche Recken, die voller Überzeugung für Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit eintreten. Den Funke der Hoffnung zu schützen, ist unsere heilige Pflicht. Ich werde die Marodeure nehmen. Dieser Fraktion beitreten. Du kannst nur einer Kompanie mit Spielern aus derselben Fraktion beitreten, wenn du für PvP markiert bist. Kannst du dich nur mit Spielern aus derselben Fraktion zu einer Gruppe zusammenschließen. Vor dem Beitritt solltest du dich vergewissern, für welche Fraktion sich deine Freunde in New World entschieden haben. Deine Entscheidung ist dauerhaft. Du kannst deine Fraktion einmalig im Bio-Bildschirm wechseln. Danach kannst du sie alle 120 Tage erneut wechseln. Ich mach das mal. Ist immer ganz heiß aufs Kämpfen. Diese Mission ist keine Prüfung, sondern eine Belohnung. So, was war das jetzt? Belohnung annehmen? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn jetzt als Belohnung bekommen? 50. Ich habe gerade keine Ahnung. Bin ich jetzt schon freigeschaltet oder erst, wenn ich keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ich hoffe, ich bin mal nicht freigeschaltet oder so. Was sollte ich denn jetzt? Ach, da. Wieder ein mit ihr reden. Ist immer ganz heiß aufs Kämpfen. Diese Mission ist keine Prüfung, sondern eine Belohnung. Du denkst also, du hast das Zeug für die Marodeure. Wir geben nichts auf Schwäche, denn das Leben hier ist unnachgiebig. Nur die Starken sind wirklich frei. Dies ist ein Land grenzenloser Reichtümer, die von den Mutigen beansprucht zu werden, die Mutigen und Starken genug sind, bist du mutig. Geh und besiege diese unwürdigen Brachen, die den einst blühenden Brachhügelbauernhof eingenommen haben. Birg die Überreste seiner einstigen Reichtümer. Mhm. Ja, das ist wo? Ach, das ist da hinten. Das heißt, ich muss da einmal raus und da hinten hin. Ja, super. Und nein, ich hoffe, ich habe kein U über dem Kopf. Aber ich weiß es nicht. Wenn ich gleich tot umfalle, weiß ich, dass es anscheinend doch ein U über dem Kopf gab oder so. Oder ich mich PvP freigegeben habe. Aber immer noch mal schauen. Ziele. Ja, ja, das habe ich ja. Krieg. Nee. Ort mit Rohstoffen. Okay. Aber irgendwie muss ich doch dieses blöde Ding da wegkriegen. Mann. Drei Erfolgsbelohnungen warten auf dich. Warten auf ihre Aufnahme.
Titel spielt nur Solo, kein Sprachchat, duelliert sich nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Das ist schön, da gibt es auch noch ein Truther Engine. Dann habe ich wieder eins mehr. Bleib stehen, du blödes Vieh. Bleib jetzt stehen. Ah, endlich. So. Ach, da ist ja schon dieser Bauernhof, den ich brauche. Die Verderben soll ich hier bekämpfen, ja. So, da haben wir jetzt einen von vier. Ich gucke einfach mal hier rein jetzt. Ah, da ist noch einer. Ui. Nehmen wir mal die vier. Tagebuch und lesen. Wohlstand gefunden bei Brachhügelbauernhof. Heute ist ein finsterer Tag für den Brachhügelbauernhof. Bauer Paulsen ist zum Hutzeligen geworden und von dem einst so stolzen Mann ist jetzt nur noch ein schlotterndes, sabberndes Häuflein Elend übrig. Wir trauern zwar um ihn, aber wir müssen uns nun auch vor ihm und den anderen in Acht nehmen, die ihm vielleicht in die Fänge des Verderbten und Elementen folgen werden. Bedeutet das Ende unseres Wohlstands? Ich hoffe, das Schicksal wird den Rest von uns verschonen und dass dieser Hof weiter den Ertrag für Immerfall und Königsfels bringt, auf den diese Siedlungen angewiesen sind. Ja, anscheinend nicht, wenn die hier... So. Da haben wir... Ach nee, da haben wir vier von, okay. Was auch immer, der mir da... Oh! Dann wieder zurück. Ui. Keine Ahnung, was das hier ist. Ja, ich sollte gleich auf jeden Fall mal gucken. Dass ich ein wenig was von meinem Inventar leer mache.
Oh, da ist wieder ein Truthahn. Juhu. So. Ich glaube, das habe ich bald fertig, das Quest. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Nee, Moment. Da war es, oder? Tagebuchkarte, Kompanie. Biografie, Attribute, Waffen, Fähigkeiten, Erfolge. Was will das Ding hier? Spielt nur Solo. Hm. Ja, Truthahn. So. Sehr schön, dass der in mir spawnt, bei mir spawnt, um mich spawnt. Ist mir aber egal, ich hab's jetzt geschafft. Jo, ich muss weiter geradeaus, glaube ich, oder? Ui, ah. Nee, ich muss hier links. Da rein muss ich. Oh Mann, gib mir hier. So. Ausgezeichnet, du bist zurück. Und auch noch mit einem Haufen Beute im Schlepptau. Genau. Vielleicht bist du ja doch... Würdig, vielleicht. Die Hutzeligen sind nichts im Vergleich zu unserer aller wahren Bedrohung. Die Hutzeligen sind wahnsinnig geworden, aber die Verderbten besitzen eine Sprache, können Munition anfertigen und sind geschickte Handwerker. Mhm. Aber wir werden sie besiegen. Gut, machen wir. Sei mir gegrüßt, Marodeurs Genosse. Wir werden niemals aufgeben und letztlich werden wir siegen. Damit du sie mit Stolz tragen kannst, färbe deine Rüstung in den Farben der Marodeure. Mhm. Der Ausbruchsturm ist ein Spiel, in dem Spieler in zwei Teams à 20 Spielern auf große Inseln mit drei Außenposten gegeneinander antreten. Spieler müssen bla. Nein, will ich nicht. Mhm. Das Syndikat hat das Ding, okay. Schauen wir mal. In 4 Minuten anscheinend. Keine Ahnung. Ich habe von den Dingern gar nichts. Und das andere habe ich auch nicht. Also kein Ding, kein Problem. Sei mir gegrüßt, so. Marodeurs Genosse. Wir werden niemals aufgeben. Und letztlich werden wir siegen. Ich habe keine Ahnung. Lass mich mal schauen. Das hier kann da rein. Was war das? Ach, raues Sandpapier, okay. Gerbstoffe kann da rein erstmal. Schwaches Lösungsmittel, keine Ahnung, wofür ich das brauche. Kreuzstich kann da mal rein. Eisenerze. Das da rein. So. Holz kann da rüber. Das kann da rüber. Das kann rüber. Das kann rüber. Das kann rüber. Das. So, packen wir alles mal hier rein, ne? Das Ding würde ich gern mal hier reinpacken, weil ich weiß noch nicht so wirklich. Was ist damit? Reparieren, zerlegen. In. Keine Ahnung, und 018. Hm. Och, ich mach mal hier, ne? Zerlegen. Bestätigen, so. Zerlegen.
Das Ding macht 155, das macht nur 100. Oh, warte mal kurz. Zerlegen. Aber ich brauch's gerade nicht wirklich so. So, keine Ahnung, was machen wir jetzt? Da gibt es anscheinend irgendwo noch Quests oder so. Erfülle Mission am Fraktionsbrett und melde dich dann beim örtlichen Magistraten. Okay. Der allgemeinen Stimmung in der Stadt zum Trotz habe ich ein gutes Gefühl bei der Sache. Ach man. Was will er jetzt? Ich muss da irgendwas an dem Brett anscheinend erledigen. Erfülle Missionen am Fraktionsbrett und melde dich dann am örtlichen Blablabla. Gut. Ich schaue jetzt einfach mal. Sei mir gegrüßt, Marodeurs Genosse. Wir werden niemals aufgeben. Und letztlich werden wir siegen. So, jetzt weiß ich nur nicht, wo zurück. Das 5 da ist. Was ist das? Okay, da ist irgendwas mit Plünder. Da ist. Ich nehme da das 3 und 4. Das heißt, ich muss gleich hier links und dann wieder links. Gut. So, kann natürlich sein, dass ich gleich tot bin oder so. Oder keine Ahnung. Jage Schafe und heute sie für hochwertige Tierhaut, okay. Und 4 kann ich machen. Also ich weiß nicht, ob man sich dafür PvP freigeben muss oder nicht. Ich hoffe einfach mal nicht, weil im Moment, ganz ehrlich gesagt, so niedrig wie ich auch bin, Stufe 9, möchte ich nicht wirklich irgendwelche PvPs hier erleben oder machen. Weil, ja, man sieht es ja selber, ne? Es gibt hier genug, die schon wesentlich viel höher sind wie ich. Ich soll hier irgendwelche Verderbten besiegen. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal eine Vorratskiste. Ja, ich finde das so super geil, ne? Hier gibt es Pfeile und was weiß ich nicht alles, aber irgendwie keine Munition mehr. Also keine Gewehrmunition, Pistole habe ich ja eh nicht. Oder ist jemand? Komm, den nehmen wir mal. Hui. Aua. So. Hier ist dann noch ein Vorratslager. Ach, ich finde das immer irgendwie noch so ein bisschen... Nehmen wir mal die 3.
Ich bin Stufe 10. Stufenbelohnung betrachten, was? Duelle. Schalte die Fähigkeit frei, dich mit anderen Spielern zu duellieren. Aha. Ich will mich gar nicht duellieren. Oder so. Zumindest noch nicht. Ich bin ein Schisser. Ich habe keine Ahnung. Nein. Mal schauen, was irgendwann vielleicht mal kommt. Aber gerade so im Moment, ehrlich gesagt, möchte ich erstmal halt mich noch nicht duellieren oder irgendwas PvP-mäßiges machen, weil ich denke mal, man muss ja erstmal hier in das Spiel reinkommen. Das hätte man vielleicht irgendwie für höhere Level aufheben sollen. Sowas weiß ich, ab 20, 25, wo die Leute dann auch schon ein bisschen Ahnung von dem Spiel haben. Herankriechende rote Flut. Gefunden in Bradbury-Feldern. Ich habe von weitem eine herankriechende rote Flut aus verderbtem Miasma gesehen. Sie überflutet die umliegenden Bradbury-Felder, nachdem die Bradburys ihr Gehöft verlassen haben und füllt das... Ah, ja, super. Gut, wir werden hier nicht mehr weiterlesen jetzt gleich. Weil... Jetzt gerade, obwohl ich glaube, das habe ich sogar schon gelesen, ne? Deshalb ist es auch... So, was haben wir denn gefunden? Gerbstoff und Kreuzstich. Mhm. Oh, ernsthaft. Mhm. Ach nein, F1 war es. Hallo? F1? Ja, mir fällt gerade ein, ich kann hier auch erstmal den Kohl ein bisschen ernten, ne? Kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen bessere Lebensmittel wiederherstellen? So, wir haben jetzt schon 9-mal Kohl. Ist der schon wieder nachgewachsen? Der Kohl ist echt sehr toll. Der wächst hier nach wie keine Ahnung was. Aber kein Problem, das ist jetzt erstmal... Wir nehmen die drei noch, dann haben wir genau 20 Kohl und dann ist gut. So, wieso habe ich denn jetzt nur 19? Na egal, jetzt habe ich nur 19. Ist mir auch recht. Proviantkiste nehmen wir doch auch mal gerne mit. Regenwurmköder und Milch, okay. Haben wir fertig? Haben wir fertig, oder? Ich glaube, ist fertig. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir die drei da kriegen.
Aua. So, jetzt hier weg. Oh, weg habe ich gesagt. Ich will nicht noch mehr kämpfen. Jage drei Schafe. Mhm. Super, man muss erstmal drei Schafe finden. Oh, ey, ernsthaft? Dumm Sau, du. So, weiter geht's. Sag mal, das hier ist, ey. Scheiterhaufen, würde ich mal behaupten. Aber ich hätte jetzt trotzdem gern die drei Schafe. Ein Neuner, der ist schon tausendmal besser ausgerüstet wie ich. Das läuft auch. Ich glaube, ich sollte mir gleich erstmal einen Händler suchen oder so. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist, aber das ist wieder, das ist wieder so ein blöder Turm. Stufe 23. Nein. Ja. Aber ganz schnell weg hier. Ich bin 10. Ich kämpfe bestimmt nicht in Sachen mit Stufe 23. Empfohlen Stufe 23, ja. Immer noch Schafe. Aber hier ist, glaube ich, nichts mit Schafen. Ne? Hier sind die komischen Viecher. Ich brauche Schafe. Wo sollen denn die Schafe sein? Die Schafe sollen genau da sein, wo man kein einziges Schaf findet. Steine. Hat hier mal jemand irgendwo Schafe gesehen? Einen Wolf sehe ich gerade, aber keine Schafe. Wo habe ich denn da schon wieder einen Wolf? Okay, es soll doch was mit Twitch Drops geben. Dann sollte ich mir vielleicht nachher auch mal gucken, angucken, was es da so gibt. Immer direkt so weiter reinzoomt, ne? Wo bin ich? Wo ist da? Bin ich? Ah, die nächste rechts. Ach, ich kann aber doch hier schon rechts. Sei mir gegrüßt, Marodeursgenosse. Wir werden niemals aufgeben. Und letztlich werden wir siegen. Mhm. Hm. Okay, anscheinend so. Keine Ahnung.
Ich wollte jetzt aber erstmal. Was wollte ich denn? Erstmal gucken. Nee. Wo sind wir denn hier? Schmiedehand 2. Was brauche ich denn hierfür? Den Eisenbarren raus. Leder, Leinen, wo immer ich Leinen herkriege. Was kann ich hier machen? Bauholz, feine Sandpapier, ja, sehr gut. Glitzern ist eben noch. Oh Mann, ey. Ich muss hier mal so ein wenig. Patronen, Eisen, Leinen brauche ich. Und Schießpulver und überhaupt und ach, ist doch alles. Ein Mist hier. So, lass mal schauen, was ist das? Büro des Gouverneurs. Stadtprojektübersicht. Gebietsplanungstafel und Stadtprojektübersicht, okay. Webstuhl und Kleidermacher. Moment, ich glaube, ich sollte da vielleicht mal hin. Ich glaube, mit meinem ganzen blöden Zeug hier, wo ist das? Da, mit dem Zeug. Kann ich was herstellen? Ich glaube schon. Ich glaube es. Ich hoffe es. Ich probiere es einfach mal. Zumindest Leinen kann ich damit, glaube ich, herstellen. Hier rechts. Kleidermacherei sowieso. Okay. Nicht möglich. Leinen. Ja, wie kriege ich denn Leinen? Wie kann ich denn... Moment, genau. Wahrscheinlich brauche ich den Webstuhl. Da ist er doch. Um hieraus Leinen herzustellen, oder? Nicht möglich. Habe ich nicht. Gut. Fasern brauche ich dafür. Hier Fasern. Wo kriege ich denn Fasern her, verdammte... Gut, das war nicht das Zeug, was ich jetzt brauchte. So, kleine Ration, Reiseproviant, bla, das ist das. Dafür fehlt mir dunkles Fleisch. Kohl habe ich genug. Hühnchen. Erhöht Mana-Regeneration, brauche ich nicht. Butter. Herstellen. Komm, ich kann zweimal Butter herstellen. Ich mache das einfach mal. Ich weiß zwar nicht, wofür die gut ist, aber ich mache es einfach mal. Verlassen. Ja, sonst können wir anscheinend noch nichts herstellen. Naja, egal. Die Butter packe ich jetzt mal weg, ne? Auskaufen 7500. Ja, nö, ist klar. Ich habe ja auch im Lotto gewonnen. Obwohl, warte mal, was habe ich? Ja, ich habe 700. Nee, falsch. Ich wollte dahin. Dann wollte ich das hier abgeben. Ich hatte doch gerade noch Butter, oder? Ja, Butter. Die Dinger nehmen wir mal mit weg. Wasser kann hier bleiben. Verwenden. So. Taler geben. Aber ich will ja gar nicht irgendwie... Nein, abbrechen. Also ich würde die Taler zwar schon gerne hier in mein Inventar Gedönse packen, aber irgendwie... Angelplatz F3. F3. Ah, zum Angeln. Nee, welch ein Wunder. Ich muss zum Angeln eine Angel ausgerüstet haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
muss jetzt doch mal da hinten gucken. Wo ist er da? Irgendwie Einsatz für die Sache. Jagdschafe. Mhm. Handelsposten. Meine Aufträge. Mhm. Verkaufen. Ne, Moment, kaufen. Waffe. Gibt alles nur zwei Hand hier. Das, Quatsch, zwei Hand meine ich. Das ist ein bisschen doof, finde ich. Lass mal schauen. Ich möchte vielleicht gerne mal zurück. Ein Schild. Hm. Mhm. Taschen. Pui. Pui, pui. Gut, also, ja. Da ist eine Gerbere. Warte mal, ich müsste gleich mal... Wegpunkte... Ah, ich weiß, wie man Wegpunkte setzt. Das heißt, ich war vorhin zu dumm. Und habe einfach mal... Falsch gesetzt, der läuft. So, was habe ich denn jetzt gelernt? Keine Ahnung. Aber ich sehe gerade, ich habe auch viel Leder wieder dabei. Das heißt, ich muss unbedingt nochmal... wo ist denn hier dieses... Da. So. Ich muss jetzt nochmal schauen. Ich habe hier... Wolfsblut. Mhm. Ich habe hier Weihwasserfiole. Ich habe hier... Aha. Und ein... Ja. Federn kann ich, glaube ich, auch mal hier lassen. Ich weiß gar nicht, wo hat er denn jetzt gerade das Leder zum Verarbeiten hergeholt? Direkt hier aus dem Dings, oder? Das wäre natürlich geil, wenn er die direkt aus dem Lager schuppen holt. Ich glaube, du hast gute Verbündete gewählt. Mir kam zu Ohren, dass du und deine Freunde bereits ausgezeichnete Arbeit leisten. Okay. Danke. Ja, gerne. Dir sind sicher die Türme der Ahnen auf unserem Gebiet aufgefallen. Ich wüsste gern, welche Geheimnisse sie beherbergen. Türme der Ahnen. Natürlich, aber wir konnten nur herausfinden, dass die Ahnen uns vom Wissen her weit überlegen waren. Dieser Forscher William Herron ist in der Stadt. Er behauptet, die Ahnen hätten gewusst, wie man sich vor der Verderbnis schützt. Okay. Bestimmt. Aber bitte tue ihm zuerst einen Gefallen im Turm von Arctur. Mhm. Es gibt dort einen besonders fiesen Wächter, der ihm den Zugang verwehrt. Töte ihn und melde dich dann bei William. Er wird hoch erfreut sein. Okay. Ich töte einfach mal irgendeinen Wächter, weil wegen ist nicht. Und machen wir doch und tun wir doch. Moment. Da ist irgendwie... Moment, da ist... Warte, das brauche ich gerade nicht mehr. So. Das ist Vorratsbeschaffung und das ist keine Ahnung. So.
Die Sache mit der Verderbnis wird immer komplizierter und unheilvoller. Es gibt immer mehr Berichte über diese üble lila Zeug, das überall auftaucht, näher und näher an der Siedlung. Du musst es tun. Du willst mich im Moment nämlich nicht da draußen sehen. Jedenfalls durchsuch das Gebiet um die Siedlung herum. Wenn du Anzeichen der Verderbnis siehst, vernichte sie. Okay. Jetzt habe ich irgendwie so viele Quests, dass ich gerade gar nicht mehr zurechtkomme. Da ist irgendwie was, Vorratsverschaffung. Da steht irgendwas, da muss ich hin. Ich nehme erstmal das hier. Das hier ist näher. Oh, einen stolzen Krieger erkenne ich auf den ersten Blick. Wenn du Lust hast, ein paar Schädel einzuschlagen, bist du hier genau richtig. Mal sehen, ob ich Werkmeisterin Petrovski ein Lächeln erbringen kann. Sie hat eine Vorratslieferung in Webermoor bestellt, die aber nie angekommen ist. Nun, ich habe mich mal umgesehen und herausgefunden, dass die verlorenen Piraten der Steinzahnterrasse die Straße im Osten bedrohen. Wenn du ihre Reihen ausdünnen und Meister Henry ausschalten könntest, zeigt uns Tekla bestimmt ein strahlendes Lächeln. Ja, machen wir doch glatt alles hier. So, wo war's jetzt? Überlebenskünstler Lee, der Hosengeck, ist ein egoistischer Wüstling. Sein Modegeschmack ist gewöhnungsbedürftig. Ganz und gar nicht. Ich werde mich nicht von Leuten wie Ordner Lee von der Arbeit abhalten lassen. Ich arbeite gerade an einem Projekt, das gegen die Verderbnis helfen könnte. Möglicherweise. Die Bewohner der flussabgetragenen Grotte trugen früher Steinanhänger, die sie schützten. Die Stadt wurde zwar von den Verlorenen überrannt, aber wer weiß. Bring mir ein paar dieser Anhänger, damit ich sie untersuchen kann. Oh, sicher, machen wir doch alles. Irgendwie. Da ist zwei. Ich finde gerade irgendwas. Ach du Kacke, da sind noch zwei. Da ist noch eins. Und da hinten sind ganz viele. Gut, ich laufe dann erstmal. Ich würde sagen, hier hinten hin. Da lang, dann links raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zweite links. Wenn ich denn mal irgendwann ein paar Schafe finde, man kann eigentlich auch super gut reinzoomen, sehe ich gerade, ne? Oder halt super geil rauszoomen. Sind das Schafe? Nein, das sind wieder diese Riesenhähnchen. Quatsch, Kaninchen. Nicht Hähnchen. So, also weiter. Also als ich diese blöden... Das ist, keine Ahnung, was ein Wolf. Ich muss hier vorne links rein gleich. Töte für William Heron den Arctur-Regenten am Ort Arctur. Okay.
Ich töte alles und bin wahrscheinlich gleich schneller tot, als mir lieb ist, weil das wahrscheinlich irgendwie wieder ein Gebiet ist, wo es viel zu hoch ist für mich. Feuerstein, Feuerstein. Ach Mann, ey. Ich will mal Kräuter finden. Könnte natürlich auch sein, dass es hier keine Kräuter im Game gibt, aber dann hätten die das ja wohl nicht irgendwie. Keine Ahnung. Ich möchte es gar nicht wissen. So. So, so. So, ich brauche einen Feuerstein und 5-mal Holz. Eins. Zwei. Ne? Zwei. Vier. So, fertig. Stufe 9, obwohl doch müsste ich schaffen, ich bin ja 10, also. Irgendwen soll ich da killen. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt gerade mal nicht diese Dinger lesen hier, weil... Quatsch, 3. Dann wieder auf 1. Keine Ahnung, wenn ich hier Anwärter Regent. Ups. Haben wir den jetzt endlich besiegt? Ne, immer noch nicht, oder was? Hä? Was gibt denn das für ein Scheiß, ey? Aktur.
Ernsthaft. Ernsthaft. Ja gut, da die Pfeile immer wieder kommen und ich tausende von Pfeilen habe. Ui. Sollte ich vielleicht... Ey, was ist denn das für eine Treppe, wo man abschmiert? Sollte ich vielleicht anfangen... da. Pfeil und Bogen zu nutzen oder so. Oh, 8 Patronen, juhu. Oh, mach du mal. Ich guck mal, ob ich hier noch ein paar Uhren der Ahnen finde. So. Sandsalz. Mhm. Kapitel gefunden, okay. Logbuch der Tode. Tod 7 bei den zur zweiten Etage führenden Treppen in die Etage getrieben worden. Tod 8 habe nur knapp hinter die Türe geschafft, bevor ich von allen Seiten von Ahnen umschwärmt wurde. Tod 9. Die obere Etage erreicht. Diese
Arktur Pikeniere und seine Verbündeten haben sich als zu stark erwiesen. Ich bin nun wenige Meter vor dem Schatz gestorben. Der Schatz ist so nah, ich kann ihn schon fast riechen. Wie grausam und unfair von diesen Skeletten, einen Schatz zu bewachen, den sie selbst nicht mehr verwenden können. Ich werde heute Nacht versuchen, Nummer 10 starten und ich, Kensington, werde bestimmt siegreich sein. Aha, bestimmt, genau. Ah. Ja. Ich schau dann jetzt mal, obwohl ich hätte ja eigentlich direkt da so. Ja. Ich hätte eigentlich mal so direkt drum rumlaufen können. Feuerstein, ja. Aber der hilft mir auch nicht weiter, ne? Hm. Eigentlich hätte ich ja gerne mal... Oh, Moment. Ich werde hier mal ganz viel von dem Zeug ernten. Solange hier noch Schilf da ist. Da ist noch ein Wolf. Ich finde das lustig. Also das Zeug hier. Ne? Ne, eigentlich wollte ich jetzt keinen Felsen abbauen, aber ich mach's einfach mal. Bergbau habe ich auf 3, das ist sehr gut. Also ich glaube, man könnte hier eigentlich nur einen ganzen Tag drin bleiben und sich das Zeug hier holen. Nein, ich will kein Frischwasser. Einfach mal weiter. Buschrohrkolben. Dornenstrauch. Busch, Dornenstrauch. Also ich denke mal ganz einfach dadurch, dass man hier wirklich nicht so wirklich weiß, was man alles noch zum Verbauen und Abbauen und sonstiges braucht, sollte man einfach erstmal alles abbauen, was man findet. Ja, Stufe 21. Okay, wir gehen mal ganz schnell hier weg. Aber eigentlich will ich ja auch nur da hinten durch. Busch, 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 was ist das? Auch Busch. Nee, Busch, Busch, Busch ist nichts für mich. So. Dornensträucher, gibt es hier irgendwas oder ist das... Okay. Herstellen. Ich kann jetzt Sachen herstellen, vielleicht, wenn ich Glück habe. 3 rohe Hühnchen, keine Ahnung, kommen die, machen wir mal schnell hier.
geht mein Kochen vielleicht ein wenig hoch. Verlassen? Nee, aha, herstellen. Nee, wir gehen weiter. Einfach weitergehen. Nee, ich muss da hin. Da ist irgendwo die 1. Busch, Busch. Busch. Verderbnisknoten oder so. Was auch immer das sein soll. Ah, okay. Busch. Felsbrocken, nee. Ups. Da ist die 3. So. Wenn es hier so viele Zeltlagerplätze gibt, dann werde ich die doch einfach mal alle hier... Ah, den kann ich nicht erfahren. Hier gibt es aber auch nichts Vernünftiges. Ich werde jetzt mal darüber laufen. Ich habe jetzt gerade Jungfrau gelesen, da stand nur junger Baum. Mein Gott. Ist schon spät in der Nacht. Aber ich sollte vielleicht doch gleich mal mein Schwert und mein Schild reparieren oder so. Stufe 12. Okay, ich sollte vielleicht nicht hier reinlaufen. Ich glaube nicht, dass ich das lange überlebe. Komme ich hier übers Wasser? Ich glaube, das sind irgendwie böse, böse Banditen. Oder so. Ja, ich glaube, das ist genau die Scheiße, die ich gerade machen muss. Das Quest hier ist leider noch nicht wirklich für meine... für mein Level ist. Aber ich kann es ja trotzdem mal versuchen. Wow. Hui. So, wir haben 2 von 10 getötet. Jetzt irgendwie, ne. Suche in Truhen nach bla bla bla, okay. Da.
Ach du Kacke, verdammte Piraten. Ja. Das kann ich nur jetzt alles nicht lesen, weil dann bin ich gleich sowas von schnell tot. Wenn hier gleich so ein Teil spawnt. So, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt muss ich nur noch 5 komische Piraten töten, wenn ich sie dann mal irgendwann erwische. Ich würde mal behaupten, hier ist einer von den... Das blöde Vieh. Warum haut das immer ab? Da haben wir noch einen. Wir hüpfen einfach auch mal hier wieder runter. Ja, tack, tack, mit der Hör. Bärhemd des Magiers, ja super, was soll ich denn? Ui. Das war jetzt mal sowas von knapp. Komm, ich erst auch noch mal eine 4 hinterher. Noch einen einzigen erwischen hier. So, Aufgabe erledigt. Schnell weg. Jetzt muss ich da irgendwo lang. Ah, lass mal schauen. Irgendwie hier dran vorbei. Ah, ja, Truthahn. Getruteter Hahn. Ah, ich muss jetzt aber mal schauen. Nee, ich müsste einmal da außen rum oder so. Da ist noch ein getruteter Hahn. Ich hoffe, ich habe dann das blöde Quest endlich mal fertig mit dem Truthahn. Ist die immer noch hinter mir her? Ah, die geht gerade, Gott sei Dank. Ja. Da komme ich nicht durch, so wie es aussieht. Ich müsste einmal... Jetzt habe ich gar nicht gelesen... Busch, nee, Busch will ich nicht.
Toter Baum. Gibt es da was anderes? Glaub nicht, nein, nur Holz. Zehnmal Frischholz und 37. Ah. Holzfäller habe ich gerade mal auf plus 2 oder so, okay. Ich müsste mal. Fremd 0, Nö, weg. Aber ganz schnell weg. Gut. Ach du blöder Truthahn, bleib doch jetzt hier. Oh, ah nein, jetzt bin ich sowas von tot. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Bekannt 5. Sag mal, lauf doch. Das Mistvieh, ey. Hatte der Arschi mich doch noch gesehen, ey. Das ist doch echt. Das war nicht so toll. Wenn man da von so einem, ja, Typen gesehen wird, der irgendwie komplett. Okay. Okay. Stufe 12, ja, hervorragend. Der ist schon wieder gekommen. Was brauche ich denn hier? Oh ne, ich muss hier erstmal raus. Hier brauche ich noch gar nichts, weil ich muss ja da unten über die Straße. Attribute K. So, warte. Ah ja. Dup, dup. Zwei Punkte Waffen-Dings-Gedönse. Wahrscheinlich hier das wieder, ne? Unhaltbar, unaufhaltbarer Stich. Ich glaube, ich mache das einfach mal hier. So, und dann muss ich ja jetzt gleich nur noch 1, 1, 1, 1, 1 suche. So. Jo, haben wir auch geschafft. Was ist das? Busch. So. Dann schauen wir jetzt, wo muss ich jetzt hin? Wenn ich hier das Ding runterlaufe, komme ich an die 4 und da hinten ist die 6. Ich laufe jetzt erstmal hier rum. Stufe 12. So. Einfach mal hier. Ich weiß noch. Oh, noch ein Truthahn. Ha! Truthähnchen. Aber es dauert noch ein bisschen ewig, bis ich 12 werde, sehe ich gerade. Aber eigentlich wollte ich ja gerade mal die Quest gucken. Karte, Tagebuch, Karte, Booster.
Neben... Truthahn. 10 Truthähne sind fertig. Jetzt brauche ich nur noch... Waren die 10 Truthähne fertig? Ja, Truthahn ist fertig. Also nicht Truthahne, sondern Truthähne. Aber die Hahnen immer so... Oh, schön. Jagdschafe. Nee, ich glaube, ich bin hier falsch. So. Sehr schick. Ich habe schon mal einen von 10 getötet. Was? Ja. Beansprucht doch, was er wollt. Ich will hier gar nichts beanspruchen. Ich will hier, was will ich denn hier? Töte Meister Henry bei den Liegeplätzen am Fluss. Okay. Aua. So Leute, tut mir leid gerade, aber denke mal, das ist nicht so toll hier zu... Mal gucken, ob das überhaupt klappt. Ja, das klappt. Der das? Ich glaube ja. Ernsthaft. So. Nein, keine Ahnung. Ich muss jetzt noch 5 Piraten killen. Dann bin ich mit dem Quest hier auch fertig. Oh. Noch einer. Thank you.
Gibt es hier noch irgendwelche Vorratskisten? Sieht nicht so aus, oder? Ja, doch, hier. Ich könnte ja jetzt mal schauen, das sind Zweier, ich glaube das sind Handschuhe, ne? Hä, was ist denn das? Ausrüsten. Ach so, okay. Eisenstulpen, hä? Ja, keine Ahnung. Nein. Hui. Jo, ich glaube, das war jetzt gerade ein wenig verkehrt. Aua. Das war jetzt mein Blödsinn. Ist aber ganz viel jetzt beisammen gekommen. Schönes drin gibt. Ja, hier noch eine Vorratskiste. Und dann war es das leider schon. Oh nö, nix kommen. Was weiß ich nicht, was ich will. Nur noch raus hier. Hilfe. Ich muss da hinten zu der 1. Links rein, glaube ich. Mal schauen, was das mit dem Ding da auf sich hat. Suche in Truhen nach mir. Okay. Das heißt, ich muss hier irgendwelche. Wow. Truhen. Ja.
Reparieren. Schild, ne, Schild brauche ich nicht reparieren. Ne? Das Ding habe ich jetzt eben noch nicht gebunden, das war dumm. Dieser Wichser, echt. Hoffentlich ist der jetzt auch gleich tot. Das ist wieder... Ne, wenn einfach die Leute irgendwelche Mobs mit sich ziehen... Aber dann einfach nur, weiß ich nicht, an diese scheiß Dinger da gehen. Aber naja, er hat wenigstens mich jetzt wiederbelebt. Die Tastenkombination absolut nicht raus. So. Das Problem ist gerade verwenden. Ich bin halt ziemlich ja, low anscheinend noch für hier. Bringt mich jetzt aber auch nicht weiter. Ich muss dann wohl ein wenig mehr plündern. Komm, ich geh mal helfen hier. Ja, das heißt, ich muss hier noch einiges finden. Hier ist nichts drin. Schade. Wow. Oh, da kommt direkt noch eine. Das ist aber jetzt unfair hier, echt. Ja.
Okay. Und schon wieder gestorben. Ah, das ist doch... ja. Nicht wirklich... super. So, was stellen wir denn her? Pfeile? Pfeile können wir nicht herstellen. Oder? Doch, Pfeile kann ich herstellen? Okay. Ja, dann stellen wir doch Pfeile her, ne? Nee. Oh. Doch, habe ich jetzt gemacht. Egal. Ich habe jetzt Pfeile hergestellt. 50 Stück konnte ich sehr gut sogar. Das ist okay. So. Oh, da bringt einer ein riesengroßes Krokofantenvieh mit. Das möchte ich gar nicht haben. Ja. Ihr habt es gesehen. Ich bin mal wieder gestorben. Und denke mal, ich werde es jetzt heute auch erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen was gefallen. Und ja, ihr schaltet vielleicht beim nächsten Mal mit ein wieder, wenn ja, wenn es hier bei uns weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Auch gerne ein Abo, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Würde mich auf jeden Fall freuen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao, der Falli.